Hey Internet und YouTube, wir setzen unseren romantischen Ausflug fort. Das ist, oh Gott. Wisst ihr, wo ich stattdessen hätte sein sollen? Im Deutschunterricht. Okay, wir schauen auch, woher dieser komische Lärm kam. Irgendjemand ist hier eingebrochen. Irgendjemand will uns gleich töten. Ich werde die Buttons versauen. Alle werden mich hassen. Außer Jess, denn sie wird tot sein. Jupp. Oh Gott. Dein Telefon! Ja. Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Der Bär hat's reingeworfen. Verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Weil Michael und ich nämlich gleich ficken. Genau. Wir haben jetzt gleich Sex. Und der wird echt heiß. Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun. So okay. Eine Scheiße. Okay. Oh, shit. Sah nicht aus wie die Hand eines Serienkillers. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Gut, hat sich was mit dem Wort mit F. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Was denn? Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaube schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Wow, Wand geht auf, Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und... sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Jede gute Bücherwand hat so einen Knopf. Wow. Was? Wow, was ist hast du das? Oh, shit. Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Holy shit. Heilige Scheiße. Ja? Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Besser, sie weiß Bescheid. Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Wie, das war's hier drinnen? Da muss doch noch mehr sein.
Die sind lauter Aktengedanz-Dinger, oder? Na, Chunk. Okay. Ja, sicher. Ja, okay. Was war das? Eine automatische Tür, ganz normal. Okay, genau zu der Maske, dankeschön. Schwester zeigt uns den Weg. Ist wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. In welchem Raum bin ich denn? Tausend Räume. Wir wollen nicht raus im Moment, oder? Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Willkommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Alles klar? Ich werde... Ash? Ash! Hey, stopp! Oh. Ja, Moment, das sind doch zwei Leute jetzt. Ja, das ist der Psycho-Heini. Aber wer ist dann bei Mike? Das kann man Sutra lernen wollten. Das ist was anderes. Die ganze Gegend ist hier verflucht. Oh, what the fuck? Okay, das ist eine neue Einrichtung. Wunderbar. Ist echt schick. Dini Wittler. Hi. Zeigst du mir wieder ein Bildchen? Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Sam... Sam! Emily oder Matt? Beide mag ich nicht, aber ich mag Matt lieber. Mit Ashley hatten wir kaum was zu tun, oder? Vom Charakter her. Keine Ahnung von dir, Ash. Mike oder Jessica? Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass ich zu Mike stehen werde? Nachdem du am Anfang so drauf warst. Josh oder Emily? Oh mein Gott. Ich mag beide nicht. Josh ist... Josh. Sorry. Emily mag ich überhaupt nicht. Josh.
mir eigentlich Wurst. Wurst ist ein bisschen positiver als nicht mögen, okay? Also. Jessica oder Ashley? Ich habe keine Ahnung von Ashley. Jessica mag ich auch nicht. Ashley ist normal. Ashley. Ist eine Psychotante. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Nee, ist eigentlich nicht so schwierig. Jessica ist halt jung. Und so sind halt Teenager. Was soll man machen? Aber Emily ist irgendwie so erwachsen, manipulativ. Arschig, wisst ihr? Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Ja. Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Das ist mir Wurst. Denk drüber nach. Ist mir egal. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Weiß? Sag mal, weiß? Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Jetzt muss ich mich nicht wie ein Idiot verhalten. Das ist Erziehungssache, mein Freund. Was bist du für ein Psychologe? Also, der zieht dir diese Puppe an. Jetzt kommt wieder der Rückblick, der am Ende eines Parts ist. Jesus Christ, ich kann es nicht schneiden mit dem Programm. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Viertens, Loyalität. Oh fuck! Oh fuck, so ein Fuck! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jess! Oh shit! Nee, wir verfolgen sie, also müssen wir schnell sein. Scheiß drauf. Oh. Fuck me! Sie ist tot. Jessica! Fucking Quicktime Store! Komm schon. Okay.
Ah, ich muss was drücken! Ah, shit! Oh mein Gott. Weg folgen, runterrutschen. Oh shit. Ich muss schnell sein. Ich hab. Komm schon, komm schon. Na los, Mikey Boy. Ich muss aufholen, wenn ich die Quicktimes verpasse. Nehme ich lieber immer die Abkürzungen, oder? Schätze ich. Gas geben! Ich glaube, ich habe keine Zeit, um mich hier irgendwo umzusehen, oder? Jessica! Okay, das muss wohl sein vorher. Hm? Führungs... Okay. Okay, wir müssen wohl hier runter, oder? Rüber? Okay, wenigstens hören wir sie noch schreien. Hilf mir! Ist doch ein gutes Zeichen, oder nicht? Oh nein! Michael! Jess! Seht ihr irgendwas blinken? Ich sehe nichts blinken. Nein! Oh Gott! Was? Nein, Jessica! Oh Gott! Jess! Sie lebt! Jess! Bist du okay? Hilfe! Jessica! Ups. Was zur Hölle? Ist sie tot? Habe ich tatsächlich versaut? Ich hasse mein Leben! Nochmal. Jetzt komm schon! Komm schon! Komm zu Papa! Ich hab geklickt! Was willst du von mir? Ich hasse dich. Bin ich jetzt wieder unten? Bin ich jetzt wieder unten? Okay, wir machen mal nochmal sicher. Dauert noch ein paar Stunden. Ich kann das ewig machen. Okay. Okay.
Komm schon, du blöder Schrott! Na supi. Fuck, nein, nein, nein! Shit! Okay. Okay. Ganz ruhig. Nicht so schnell, Cowboy. Na, gehen wir noch weiter heute? Dankeschön. Gut, ich hab keine Waffe, ich hab... Fuck, das war's. Jupp, ich hab gar nichts. Komm schon, komm schon! Das hat mich nicht erschreckt. Neues Lämpchen. Greif doch einfach zu, die Serie 2 hier ist völlig umsonst. Ash, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Ich glaube, wir haben die erste Person umgebracht, richtig? Ich meine, wir haben sie gefunden, sie war noch im Leben. Leider ist hier was abgestürzt. Und was hätte ich dagegen? Tun sollen? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Immerhin lebt Mike. Er würde wahrscheinlich so oder so leben. Muss ja nicht flüchten. Wunderbar. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.